Herzlich willkommen auf andreasholzwerker.wordpress.com. Ich freue mich, dass ihr dieses Video anschaut. Wie ihr seht, hier habe ich für eine Freundin eine Sitzgelegenheit gebaut, wo man auch gleichzeitig Schuhe unterstellen kann. Ich bin angefangen und habe zuerst das Sitzbrett und die Seitenteile auf Länge geschnitten. Auch die Verstrebung, in diesem Fall der Rundstab, ist auf Länge geschnitten schon. Dann bin ich hingegangen und habe alle Teile gefräst, die Seitenteile und die Sitzfläche mit der Fingerverzinkung, was man hier schön erkennen kann. 10 mm Abstand der einzelnen Zinken. Dann bin ich hingegangen und habe die Seitenteile genommen und habe Kufen angeleimt. In diesem Fall Hartholzkufen, die ich später auch noch verschönern werde. Ja, die Verstrebung, die habe ich von 30 mm auf 20 mm verjüngt. Die Verjüngung habe ich mit einer Metallsäge eingesägt. Ihr werdet noch sehen, warum. Dann bin ich hingegangen und habe die Seitenteile 20 mm Löcher gebohrt, in die die Verjüngung später kommt. Wie man das hier schön erkennen kann. Die Verleimung ist wunderbar gelungen. Hier sieht man nur einen Schattenwurf. Das ist sehr schön verleimt. So, hier sieht man, wie ich die Kufen eingefräst habe und nur die Außenteile, wo die Seitenteile wirklich nur auf die Außenteile stehen. Hier sieht man das geschliffene Resultat und ihr seht, kein Spalt, sehr sauber gearbeitet. Anschließend habe ich die Füße noch mit einem Abrundfräser rund gefräst, leicht rund gefräst, was später noch geschliffen wird. Dann habe ich das Ganze verleimt und hier sieht man, dass die 20 mm sich außen, dort habe ich noch Keile eingetrieben, damit es auch wirklich nicht wieder herausrutscht. Dann habe ich die Zinken mit dem Handhobel glatt gehobelt. Wie man hier sieht, wie ich finde, auch sehr schönes Resultat. Ein wenig geschliffen. Anschließend noch ein wenig Öl. Ich benutze mal Hartwachsöl und wie ihr seht, das konnte schön in der Abendsonne trocknen über Nacht. Ja. Und da seht ihr die Bank an dem Bestimmungsort bei meiner Freundin. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr mich liked und auch andere Videos von mir anschaut. Schaut auch ruhig auf meine Homepage andreasholzwerker.wordpress.com und liked mich hier auf YouTube. Vielen Dank fürs Zuschauen und Nachbauen. Bis dahin. Tschüss.